Schrein von Bötia entdeckt. So, die Frage aller Fragen, was ist denn das da unten? Das ist doch Windhelm da unten, oder? Ha, bin ich gut. Du gehörtest zu den Ersteren. Ja, ist ja gut, ne? Also für dich. Das meiste ist halt, die Leute gehen halt her und wenn sie sagen, das Ding ist für 1080 optimiert, dann gehen dann her und ballern 4K rein und wundern sich dann, warum es nicht geht. Hey Trolli! Da werde ich halt. Also das mit dem Zuhauen, das habe ich hier echt noch nicht raus. Oh lalalalalala. So nicht, junges Mädel, du. Daneben. Au. Das muss ich noch üben. Lydia, ich habe einen Eistroll alleine erledigt. Wo bist du, Lydia? Ich nix Eistroll. Du immer, du schon wieder zu den Gegnern hältst hier, du Sack. Was genau machen die da? Ist das so eine Art Paarungsritual? Ihr werdet noch um euren Tod betteln, bevor ich mit euch fertig bin. Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Wollt ihr euer Können auf die Probe stellen? Ihr könnt mich nicht schlagen. Ist das eine Art Kult? Wir sind nach Boetias Vorbild erschaffen. Mit unseren Zungen und Klingen prägen wir der Welt unseren Willen auf. Ich werde euch brennen sehen. Ihr seid ein Nichts. Ein leerer Hauch, zerstreut von der leichtesten Brise. Ja. Darf ich euch töten? Wer ist Bötia? Der Fürst der Pläne, Täuscher der Nationen, Verschlinger von Trinimark. Die Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung. Er, der zerstört, und sie, die auslöscht. Unser Fürst trägt viele erhabene Namen, aber sie werden nur uns Sterblichen gerecht. Sprecht ihre mächtigen Namen bis zum Ende der Zeit aus, und sie bedeuten nichts. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts. Sie kümmert sich nur um jene, die sich um sich selbst kümmern, deren Herzen gefüllt sind mit Entschlossenheit, die ein Leben voller Taten führen. Ich brenne vor Tatendrang. Ach, jetzt kann ich nicht mehr sagen, ich habe keine Angst. So ein Scheiß. Wenn ihr einen Blick auf unsere dunkle Herrin werfen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Stellt zuerst unter Beweis, dass eure Zunge für das Lügen geschaffen ist. Findet jemanden, erlangt sein Vertrauen, führt ihn zum Schrein. Befehlt eurem Sklaven dann, die Säule der Opferung zu berühren. Ihre Magie wird ihn umhüllen und wehrlos machen. Dann, gestärkt durch Gewissheit, stecht tief mit der zeremoniellen Klinge zu, damit das Wasser seines Herzens euch reinigt. Ist euer Wille stark genug, wird Boetia in ihrem dunklen Anwesen erweckt und wird vor uns erscheinen. Nein, werde ich nicht. Oder kriegen wir da Geld? Also wenn es Geld gibt, ja, ansonsten nö. Aber von Geld hat die nichts gesagt, oder? Und wenn es dafür kein Geld gibt, nö. Dann seid ihr schwach und unbedeutend. Ist das alles, was ihr könnt? Oh, servus. Also scheinbar kann ich mir das für später aufheben.
Hi. Servus. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck erfüllen. Ah ja. Und fertig mit Essen, GZ. Was gab's denn Leckeres? Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Was? Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Dann sagst du wieder nur dasselbe. Oh, Käsespitz, ne? Da. Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir und auslöschliche Zeichen in die Welt. So, das heißt, ich muss hier wohl wahrscheinlich einen Begleiter. Wenn ich jetzt hier hingehen würde, dann denke ich mal, würde ich Lydia opfern, ne? Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? So, lass mal gucken. Finde den Bötia-Kult, ja, habe ich doch. Rüstungsschmied und Verzauberung. Ich habe das letzte Mal gespielt, da war es der Autodrucker. Aber irgendwann steht das heute auch noch auf dem Plan. Wir bräuchten nur mal mehr Erz. Ich habe ja gerade gespeichert. Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Ja. Ihr euer Können auf. Wir sind nach. Ihr seid ein Nichts. Hey. Wir sind nach. Ihr? Ihr seid ein Nichts. Ich habe keine Angst vor euch. Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Der Fürst Depp. Ja, das kennen wir schon. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts. Sie eine Art kümmert Kult? Sich nur um jene, die sich um sich. Wenn ihr einen Blick auf unsere dunkle Herrin so, werfen dran. Wollt, müsst ihr folgen. Ja. Stellt zuerst. Befehlt eurem Sklaven dann die Säule der Opferung. Dann, gestärkt durch Gewissheit, stecht tief mit der zeremoniellen Klinge zu, damit das Wasser seines Herzens euch reinigt. Ist euer Wille stark genug, wird Boetia in ihrem dunklen Anwesen erweckt und wird vor ja, uns. Ja, okay. Das bleibt abzuwarten. Doch wenn es so ist und Boetia erscheint, werden wir euch als einen von uns willkommen heißen. Lockt jemanden in die Fänge des Schreins und ermorde ihn. So. Also ich vermute mal, die müssen wir als Begleiter dahin mitnehmen, oder? Vermute ich ganz stark. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. So, Dele, dann können wir hier sofort hinreisen. Okay. Hi-ho, Dragon. Oh, ich nix ihre Schlag. So, wir reisen mal dahin. Wir reisen mal ein bisschen rum gleich. So, der Plan ist jetzt, Lydia, die schnauft gerade so ein bisschen, die lassen wir mal ein bisschen ausruhen. Lucia hat auch gesagt, sie möchte mal mit Mami Kuchen backen. Und dann gucken wir mal, ich habe mir irgendwann mal notiert. Da habe ich ja mein schickes neues Tablet, das sollte ich mal da reinschreiben, dann finde ich es auch mal. Und Scorpi, viel Spaß. Was zockst du denn? So, wo haben wir's denn? In Mortal haben wir Waldimar. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für ein Fall. So. Herr der Ringe online, na dann, viel Spaß. Oh, es hat Jahre gedauert. Sag mal, raus aus meiner Butze! An der Spitze verdient.
Mir gehört der Eisfurchenhof. Ich gebe euch Deckung. Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. Dann auf einmal Herzblatt, ne? So, wie geht es los hier? Es geht gut. Weißlauf ist eine schöne Stadt. Und es gibt hier so viele andere Kinder. Sie lieben es einfach, zusammenzuspielen. So, sag mal. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, was hast denn du noch so alles? Das brauchst du mal nicht. Wie kann ich euch dienen, Tane? Hab ich noch was sehen? Pelzhelm, brauchst du auch nicht. Also, halt. Ich bin direkt hinter euch. Hier trennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Jawohl. So, dann müssen wir mal ganz kurz ausleeren. Weil vor allem da. Da die da. So, Erz. Fell, Höhlenbärenpelz. So, da hat sich glatt noch Säbelzahn versteckt. Oh, die Super-Duper-Kiste hier. Ja, Eimer brauchen wir nicht. Rubin. So, habe ich gerade eine Waffe mitgenommen. Klinge der Opferung. Okay, die brauchen wir noch. Schon wieder 4 Kilo. So, dann Klamotte ist vanier. Warum hast du den böse Tigerle? Ja, da habe ich doch noch einen Monat Zeit. Drängen. Habe ich gerade gefragt, warum machst du böse Tigerle? Ich meinte Drängen. So. Lol, Trucker. So, den hauen wir weg. So, 55, 53, aber 20% blocken. Magie, dann hauen wir den da mal da rein. So, Dele. Dann muss man ja hier aber rausgehen. Weil aus der Hütte kann man nicht schnell reisen. So, dann müssen wir dahin gehen. Dann. Also Waldemar, der war schon echt nervig, ne? Dunkelwasserkreuzung haben wir auch noch ein. In Weißlauf die befleckte Meere. Wer war denn Udger? Da brauchen wir gar nicht. Wir sind in Weißlauf. Missachtet also. Das Gesetz und ihr missachtet mich. Dann hast du jetzt schon mal eine Axt im Schädel gehabt. Oh, was ist passiert? So, warte mal. Was war denn das hier? Trunkener Jägersmann. Wo war denn die? Die war glaube ich da oben, hä? Wisst ihr, was nicht mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Arbeitet alle sind vom Tod besessen. Meinst du das Ding, Rocker? Ehre, Olfina? Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, erst lesen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Tschüss. Und dann auch drücken. Wir brauchen da befleckte Meere und nicht der Kräutertante. Ich glaube, das war die befleckte Meere, oder? Haha! Wolf oder Werwolf? Werwolf. Sinn mir. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das.
Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Lust auf ein Nordsprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nordsprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Ich erinnere mich, ich konnte dich beim letzten Mal schon nicht leiden. Vergeuden wir keine Zeit. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Aber braucht noch was, bis ich zocken kann. Update. Oh, ihr armes Kopie. Ich bin Werwolf. Glaube ich, oder? Den mag ich aber nicht. Bestiengestalt. Ein Wolf, okay. Ich mag einen Wolf schon nicht, geschweige denn Werwolf. So, ich muss ja gar nicht da raus. Ich muss ja rüberporten. Rein von Böthia, da reisen wir jetzt mal hin. Die Tante hast ja auch mit Drachenknochenrüstung. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich weiß, dass ich sie nicht leiden konnte. Glaube ich. Irgendwas in ihrer Ding war. Oder ich bringe die gerade durcheinander und töte sie umsonst. Und so einen komischen einen Vogt brauchen wir noch. Mir wurde gesagt, wo ich einen finde, ich habe schon wieder vergessen. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck erfüllen. So. Ist ja gut, ich muss das scheiß Teil mit der Manuelle anlegen. Eisspalter haben wir drin. So, Klinge, Klinge der Opferung. Hallo? Wir halten an. Was ist los? Dann mal los. Bin ich blöd oder was? Ja, so war das nicht geplant. Locke jemanden in die Fänge des Schreins und ermorde ihn. Ja, habe ich doch hier. Stehen? Weil Pfeil zeigt hier hin. Moment, Dragon. Ich muss deine andere Nachricht auch nur lesen. Habe ich nicht über... Ich ging nur noch nicht drauf ein, aber habe ich gesehen. Ich bin noch da. Geht vor, ich halte hier Wache. Wir warten. Geht auch nicht. Keine Ahnung. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck. Wenn ihr Boethias Aufmerksamkeit wollt, müsst ihr einen Sklaven auf ihrem Schrein töten. Muss ich die erst töten und dann... Moment.
Wenn ihr Boethias Aufmerksamkeit wollt, ich habe mich mit neuem Modellbau-Equip eingedeckt, drei Dremel und den halben Proxon-Katalog. Mein Postbote erschlägt mich diesen Monat. Insgesamt kommt diesen Monat 57 Pakete. Na ja, dann, Drecken, viel Erfolg. Aufmerksamkeit wollt, müsst ihr einen Sklaven. Ich muss die wohl töten. Hey, was soll denn das? Gehen wir? Ich warte dann hier auf euch. Was? Hey, so letzter Fehler. Er hatte mich da. Was macht ihr denn da? Himmelsrand gehört den Nord. Au. So. Wir probieren mal. Ich hätte vorher speichern sollen. Na, egal. Genau, ne? Ich hab keine Ahnung. Befleckte Meere, Weißlauf. Ja, habe ich ja vorhin schon. Ich spiele es eigentlich offline, das zweite DLC. Ich habe noch nicht mal das erste angefangen, Dragon. Ich vermute mal, du meinst Pokémon. Und mal gucken, eventuell wird es demnächst dann auch so gemacht, dass wenn ich Mario Kart Mande als zu Ende betrachte, weil nichts mehr los ist, dass ich auf ein anderes Spiel wechsle. Und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Liebesbande ins Feld gezogen sind. Pokémon. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. So, Problem. Wie funktioniert das Ding? So, nochmal Karte. Nochmal darüber. Hyneres ist die Göttin der Luft, des Windes und des Himmels. Einer ihrer Tempel befindet sich in Weißlauf. Ich wollte gerade sagen, den Namen habe ich doch schon mal gehört vor 1000 Jahren. Und daran merkt man übrigens, ja, ich spiele das wirklich das erste Mal. Und Spiel sagt Trolltigerle. Kultistin von Boethia, Blutsaugen. Was? Durchsuchen. Okay, ich komme ja nicht mehr raus. Oh, come on, echt jetzt, Fuyu. Aber wir müssen mal ganz kurz ein paar löschen hier. Stück.
So, jetzt aber. Blutsaugen. Sammle Dunkelelfenblut. Das war aber nicht für die Quest. Wofür brauche ich denn... Oh! Septimus Signus, okay. Hey Hugo. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck erfüllen. Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Zeichen in die Welt. Okay. Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Aufmerksamkeit Zeichen in die Welt. Müsst ihr einen Sklaven auf ihrem Schrein töten? Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt? Hey, wir müssen. Ach, da ist er. Dachte schon, die ist immer noch. Hey, wo bist du jetzt? Really? Danke. Ach, nicht Klinge. Inder. Warum werden die jetzt wieder? Was? Kopfgeld? Funktioniert, habe ich auch keine Ahnung. Hey! Ah, toll. Alter, ich hänge hier fest. Ich werde euch vernichten. Ich mache mich aus dem Staub. Na, komm her. Au. Dass ich Angst vor euch habe. Na, komm her. Geht trotzdem nicht. Säule der Opferung, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was Obi da aktuell macht. Die geben teilweise 50% Proxon. Gerade bei den größeren Maschinen. Und wenn ich einen Fräser statt 470 für 87 bekomme, muss ich zuschlagen. Auch ein Begleiter, kein Sklave. Ja, also so funktioniert's nicht. Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Na was denn? Du sagst ja mal nichts. Oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck erfüllen. Müssen wir nur gucken, wie das mit dem Sklaven funktioniert. Das ist denn Skuma. Gut, was machen wir dann? So, dann machen wir die gefunden, haben wir sie, dann machen wir sie ein andermal. Muss man ja mal probieren.
So, die nehmen wir mit. Das ist da vorne unser Ort, der Höhe. Dein Chat nicht sagen, wie es geht, wenn ihr es wisst. Wahrscheinlich wisst das alle. Ich probiere dann selber mal rum. Vielleicht kommt das noch im Laufe des Spiels. Bist du Sklave? Und du bist ja wieder. So. Ich hab doch gesagt, nö.